CSGO-Time! So, Annie, Control! Hallöchen, die Virtu-Freunde und hallöchen alle Leute im Livestream. Erstmal ein schönes Wochenende wieder gewünscht. Und wir wollen wieder jetzt ein bisschen Bang, Boom, Knall, Peng machen. Mit am Start ist ein alter Dude, der rein zufällig wieder mal mir über den Weg gelaufen ist. Und mit dabei ist Barry. Barry, sag mal hallo. Moin. Ja, yeah, wir machen wieder die sogenannten Barry Cozy Tactics. Heroische, epische Spiele, die seinesgleichen suchen. Das gibt's nur einmal auf diesem Planeten. So, okay. Ja. Ich überlege, wir machen ohne Musik jetzt, oder? Ja, ohne Musik, dass wir uns konzentrieren können. Weil sonst ist, obwohl mit Musik steigt mein Aiming um 150%, aber naja. So, okay, wir schalten um. Dish. So, Barry. Oh Mann, du kommst mit dem Global Rang schon wieder. Oh Mann, das gibt in die Fresse ohne Ende wieder. Oh nee, Mann. Also, wir spielen Wingman, richtig? Oder? Achso, warte mal, oh, jetzt haben wir ein Problem, Digga. Warte mal, jetzt schaltet wieder nicht um. Ich muss einmal CSGO neu starten. Weil ich habe das, wenn ich das rumtrickse auf dem OBS dann, und danach wieder starte, dann ist es alles zu groß. Er sagt sich, er ärgert mich jetzt ein bisschen. Manchmal hat er eigentlich die absolute Pipi im System drin. So, jetzt muss ich mal 5 Stunden warten und ein Brötchen backen, bis mein CSGO wieder gestartet ist, weil die sagt, ich habe ja nur 16 GB, eine GTX 970 und ein i7 drin, deswegen dauert das natürlich 5 Stunden. Oh, ich bin da! Ich bin da! Achso, jetzt kannst du mich einladen, weil wenn du bei mir rein... Hab ich, glaube ich. Okay, warte, da muss ich nochmal raus. Dann musst du raus. Oder ich komme bei dir einfach rein. Oder... Aber ja. Aber wenn das schaffst mit Rayman, aber das ist ja nicht so, also. So schwer. Aber, klicken Sie auf OK, um dieses Spiel zu verlassen. Ja. Nee, warte jetzt. Ich wollte bei dir, Barry, was ja, machst du? Du kannst bei mir reinjoinen, das ist kein Problem. Wie denn? Warte mal, hier. Freund beitreten, glaube ich. Oder? Ja, ja, guck mal, oh, Pro-Gamer am Start, Digga. Das war Pro-Gaming. Hast du mitbekommen? Ich habe die Plakette jetzt bekommen, die 2019er Plakette. Echt? Ja, Mann. Was ist los mit dir? Hängst ja voll hinterher, Mann. Ja. Ich bin jetzt eigentlich... Hab ich sie? Das heißt, Barry, ich bin offiziell, habe ich jetzt zwar einen niedrigen Rang wieder, aber ich bin eigentlich offiziell globaler General. Ich bin ein globaler General. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon heftig. Das ist heftig, ja. Ja, Mann. Was spielt man denn jetzt? Wingman oder Matchmaking? Wingman, Wingman. Und was für Karten hast du? Was haben wir denn? Ich hab reingemacht Rialto, Lake und Vertigo. Vertigo, cool. Rialto, ja, Rialto. Was war denn Rialto gewesen? Rialto. Das ist das. Diese Kennels, oder? Kennels und. Ja, genau. Lake ist die Spionski in your click in your face von der Distanzmodus und so, ja, okay. Ja, richtig. Wir können auch statt Lake irgendwas anderes da machen. Nee, bei Lake haben wir bis jetzt immer ein bisschen rumgelost, ja. Muss ich sagen. Also, wir haben sonst manchmal ganz schön die Hacke. Wir müssen da uns da eigentlich drin. Wir müssen da uns rächen. Also, so eine Art Comeback to the Epic-Modus. Also, die haben uns da ganz schön teilweise manchmal verarscht, glaube ich, oder? Die Hucke vollgehauen. Das geht so nicht, Barry. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen the Revenge of the Barry and Cozy Dads Metal, keine Ahnung. Was ist. Ja. Warum kommt denn jetzt nichts? Ach scheiße, ist das diese Todeszeit? Nee, die Todeszeit ist von 5 bis 6 immer. Die haben wir überwunden. Und warum kommt jetzt nichts? Warte mal, mich schreibt irgendwas bei Steam an. Sag bloß, Fipsi ist jetzt wieder wach geworden. Nee. Das nur, dass du mich eingeladen hast. Hä? Wie jetzt? Hä? So, Barry, sag mal Bescheid, dass wir spielen können da, also dass die losstarten haben. Achso, warte mal, Barry, was sagst du eigentlich zu dem Gefahrenzone-Dingsbums? Dieses so eine Art, weißt ja, dieses, wo du da so dumm herrennen kannst und so. Wie ist denn so deine Meinung darüber? Wie findest du das denn so? Hab ich noch nie gespielt. Was? Also ich hab's. Na, so eine Art wie Fortnite, so, wo du Rollenjoins mit mehreren Leuten und mit einem Fallschirm abspringst du hier bei CSGO. Ach so, doch, das habe ich gespielt, doch. Also, er will schon, erst klar. Ja, das habe ich. Findest du es gut oder scheiße? Auch. Braucht man nicht? Oder was sagst du dazu so? Ja, ich will dich jetzt nicht beeinflussen. Nee, ist jetzt vielleicht nicht so gut.
Ich will dich jetzt nicht beeinflussen, wenn ich jetzt sage ja oder nein, dann sagst du das gleiche vielleicht oder sowas. Nicht so gut, sagt man. Umgesetzt, aber ich finde es macht eigentlich Spaß. Finde ich auch. Auf alten PC konnte ich es noch nicht spielen, weil da war es schon ein bisschen laggy. Aber es macht ich find's, eigentlich Spaß. Also mir macht es auch ganz Spaß. Das Problem ist, es laggt bei mir immer so dolle, dass ich gar keine Chance habe eigentlich. Ja, also ich habe keine Chance. Also auch nicht so einen schlechten PC hatte, aber es hat bei mir auch so zu sehr geleckt. Also ich habe theoretisch bin ich das laufende Opfer, weil immer wenn es gerade spannend wird, dann fängt es an zu lecken, wenn ich irgendwas killen will oder so. Und dann brauchst du ja auch, wenn es leckt, brauchst du ja auch nochmal ein paar Sekunden, um dich wieder einzukriegen und dich einzufokussieren, verstehst du? Und in dem Moment bist du auch schon wieder tot. Es kommt gar nichts hier, Barry. Das kann doch nicht sein, Mann. Warten wir jetzt schon echt gleich 3 Minuten? Die können jetzt nicht alle schlafen, das Wochenende, Mann. Da müssen wir jetzt alle, offiziell jetzt alle Counter-Strike-Spieler, ja. Siehst du, kaum durch, weil ich wollte jetzt alle, ist ein Rang, aber kennen, dass alle jetzt ihren Rang verlieren. Siehst du, guck mal, immer muss ich drohen, dann funktioniert alles. Ich wollte jetzt die gesamte CSGO-Gemeinde den Rang aberkennen, weil sie ja praktisch nicht da sind, also das geht ja nicht. CSGO-Spieler schlafen doch nicht. Okay, geht los, Mann. Es geht los, AK-47-Sturmgewehr und Attacke, Digga! Hä, war ich das jetzt? Ich hab gar nichts gemacht, der hat sich einfach fallen gelassen, der Junge. Die laufen oben lang. Barry, hast du gerade was gekillt? Hast du eine Mörderkill rausgehauen? Oh, hat er mir aber gemacht. Ey Mann, ich will diese Glock nicht haben. Sie ist hässlich. Sie schießt nicht richtig. Sie ist kaputt. Warum will mir mein Magazin nochmal eine Glock andrehen? Aua! Sitz! Aua, wurde! Oh, die schießen. Ich habe den nicht mal gesehen. Wo war denn der jetzt? Vor allem mit der AUG hat er mir gegeben. Schwach. Die hat er jetzt am Anfang gar nicht. Warum spielt er mit der AUG, wenn er damit sowieso nicht am Anfang spielen kann? Oh, jetzt campt er irgendwo mit der AUG rum. Schwach! Oh, ich sehe ihn nicht. Go. Barry, die sind link. Ja, das stimmt. Barry, die sind link. Wir kriegen schon wieder die Arschkarte, sag ich dir. Die hauen mir schon wieder die Fresse voll. Pass auf, ich kauf mir eine Digi. Ich kauf mir eine Digi und nichts. Das ist eine super Idee. Pass auf. Ich pass auf. Der ist auf dem Dach. Der ist aber noch auf dem Dach. Warte. Bist du drinne? Ja, ich bin drinne. Okay, ich bleib draußen noch. Psst. Digga! Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan Dance. Okay, das heißt, wir kaufen jetzt erstmal eine. Ja, das war ein schönes Bubdille-Bubdille-Dance. Pass auf, ich kaufe eine Smoke mit dazu. Und go. Ich gehe mal rechts außen, okay? Ich gehe rechts außen mit der Digi. Ja. Und warte ein bisschen strategisch. Du machst ein bisschen Stress. Okay, du hast schon einen weg, dann können wir ein bisschen aggressiver spielen. Mann. Putzle, 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 putzle. Dance, dance, buble, buble, dance. Okay, Mann, Digga, dann kaufe ich mir eine SG und farme vom Weiten weg, Alter. Du slack my liggy, diggy. Pass auf, ich farme vom Weiten. Ich sehe nichts im Haus? Noch sehe ich nichts im Haus? Nichts im Haus, Digga? Nichts im Haus, Digga? Auch außen an links im Haus nichts, links im Haus nichts. Ja, da oben auf dem Dach. Warte, ich hab den gleich. Nicht sterben, ich hab den gleich. Nicht sterben vor allen Dingen, ich bin hier in Safe-Position. Wo hast du den gekillt? Auf der Garage, auf dem Dach.
Ah, schon wieder auf dem Dach. Ein Dachcamper also. Okay, wo ist der nächste? Ich sehe drinnen keinen. Ich sehe ihn auch noch nicht. Ich sehe keinen? Ich bleib mal, pass mal auf, ich gehe mal, ich verändere meine Position, um mehr, besser ins Haus reingucken zu können. Ich sehe ihn immer noch nicht. Ich verändere meine Position hinter dem Bagger. Ich guck mich um. Hinter uns ist nichts. Der muss im Haus sein. Muss echt im Haus sein, ja. Ich sehe nichts weiter. Ich gehe oben rauf auf die Bretter. Ich komme nicht hoch, ich bin zu fett. Barry! Nee, ich muss okay, hochbelegen. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Oh, oh, ich habe ihn gesehen, Digga. Ich habe dich gesehen, wie du ihn gekillt hast. Bubde, 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 bubde. Barry, ich sehe dich, ich habe dich gesehen, Barry. Oh, ich habe die Bombe. Soll ich die Bombe machen? Ja, dann wird es ein bisschen spannender für dich, oder? Ja, ein bisschen Dance, bubde, bubde, Dance. Pass auf, ich warte aber ein bisschen, okay? Ich warte strategisch. Und bleib hier unser Fly-Modus. Achtung! Einer ist links am Haus, einer ist links am Haus. Unter dir, unter dir. Hast du ihn? Ja, einer ist noch oben auf der Veranda. Letzte. Auf der Veranda sitzt die Amanda. Stimmt, warte. Nee, da bist du im Fenster. Warte, ich sehe dich warte. Im Fenster. Ich sehe dich. Du hast die Tür gerade aufgemacht. Das will ich nicht. Das bist du nicht? Bin ich wirklich, nein, das bin ich wirklich. Okay, dann hab ich ihn. Wenn er jetzt noch aus dem Fenster guckt, töte ich ihn. Sag ich. Wir haben noch 49 Sekunden. Ich muss mich jetzt gleich. Er ist nach oben gegangen. Er wird nach oben gegangen sein. Okay, wir gehen rein. Ich komme. Oh nein. Nein, da ist er! Pisse, Alter! Oh, da war er gewesen. Puble, 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 Puble. Mann, ich hätte ihn voll locker killen können. Was mache ich, Alter? Ich guck ihn blöd an, wie so ein Idiot. Oh, weil ich wusste jetzt nicht, was ich jetzt machen sollte in dem Moment. Ach du Scheiße. Wir haben doch in der Grundausbildung gelernt, alle zu töten. Und was mache ich? Ich guck den Gegner an und guck mir, denk mir so Käsebrot. Oh, wir haben es gerade. Achtung. Und Smoke. Achtung, Smoke in deine Richtung geworfen. Ich habe Smoke in deine Richtung geworfen. Nein, einer kommt von hinten, von links Haus und so. Einer ist links Haus. Der ist jetzt schon auf unseren Eingang sozusagen. Von dir ist er jetzt rechts. Der wird jetzt am Eingang irgendwo sein. Unten bei uns, wenn du reingehen willst, ans Haus. Versuch schneller Deckung zu bekommen. Okay, dann ist er reingegangen vielleicht. Er ist wieder, wenn die Tür zu ist, muss er praktisch ums Haus rumgegangen, nach hinten wieder durchgegangen sein, theoretisch. Oder ist er an dem Stein rechts vorbeigegangen? Oh, wo war er denn jetzt? Am Stein, oder? Der war oben mit dem Bub-de-bub-de-bub. Was ist hier los, Alter? Okay, warte, wir kaufen Sniper wieder, wir kaufen Mütze Glatze und kaufen Sparengeld. Ja. Versteck mich mal auf Traktor. Okay, ich mach wieder, ich sag an, wo welche sind vielleicht. Also erstmal sehe ich keinen. Ich habe einen. Nice. Ja. Ich pushe wieder aus und pass auf. Einer, ja, einer. Ich habe ihn schon gesehen. Ja, aua, aua, aua. Er ist hinten unten links vom Haus. Wenn du ihn umlaufen könntest, kannst du ihn umlaufen? Ja, mach ich gerade. Dann umlauf ihn. Hab ihn schon umlaufen. Ich will ihn noch treffen. Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, da ist er. Hast du ihn? Yeah, Digga. Läuft. Unser Business läuft. Ja, schade, nicht mehr geschafft. Okay, wir hatten jetzt die Bombe, du oder ich? Die Bombe. Wenn du die Bombe hast, dann mach du die schnell planten Variante, ist besser. Okay. Oh, die sind diesmal schnell am Zuge hier. Oh, warte. Wo war denn? Bei den Steinen. Beide bei den Steinen. Einer hat Headshot. Einer pusht unten. Einer ist unten. Wo ist er? Unten links einer. Ne, oben. Auf der Veranda. Schon wieder? Am Fenster, ja. Scheiße, der Verandamann wieder. Scheiße, und ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ich glaube, er ist oben beim Fenster irgendwo. Am Fenster, sicher? Safe? Safe? Warte, nee, ist er nicht. Ist er nicht, Digga. War er nicht. Ich hab einen getötet.
Der andere ist oben? Ja, sehr wahrscheinlich, warte. Schieß gleich mal, wenn ich sage. Warte. Soll ich schießen? Schieß mal. Und? Den nicht. Was hast du gemacht? Hat er seine Position verraten? Er hat auf der Treppe gehockt im Haus. So ein Ferkel. Also wirklich. War echt ein sehr großes Ferkel. Move it! Los, wir stürmen das Haus. Puste. Ich hab erstmal Feuer gemacht, Digga. Achtung, Smoke. Draußen. Und? Achtung, pass auf. Er lässt das aus beim Stein. Wo ist der letzte, was? Beim Stein ist er. Bisschen langsamer schießen. Ja. Oh, fuck, Alter. Aber schönes Game, Digga. Ja. Schönes Game. Also, die macht einen guten Eindruck hier. Also, die, nicht, dass irgendwas cheaten oder so. Macht hier einen guten Eindruck. Obwohl die eigentlich besser spielen müssten, weil du bist ja mit dem anderen rangekommen. Eigentlich müssten die besser spielen. Bin ich der Meinung. Ich stimme, ja. Ach, scheiße. Oh, nein, was denn? Weil du bist ja mit dem Global rangekommen, oder, ja? Obwohl nicht. Das heißt, theoretisch gesehen müssten die besser spielen. Okay, wir spielen besser. Andy, gepfeift. Leider, die sprayst du, Cosi. Oh. Du solltest nicht schießen, wenn du auf der Leiter bist. Barry, die haben uns gerade die Fresse zugeschossen. Was das, haben sie? Das geht so nicht. Ich kaufe mir mal keine Mütze, weil das nicht viel bringt, wenn die so einen guten Aim drauf haben. You're gonna hit just wrong. Oh, Blendgranate, Digga. Oh, noch eine Blendgranate, Digga. Übelste Fläche. Nee, nichts. Müssen sie zum Haus? Einer am Haus? Nee, ich höre schon Schritte. Beim Haus. Was ist mit Haus? Im Haus, wir liegen im Haus schon. Naja, dass sie im Haus sind, ist klar. Das ist nicht unser Problem. Oh. Nein. Was hat gleich einen? Was? Der ist oben. Der ist oben wahrscheinlich. Mach! Defuse? Der ist schade. Alle tot. Defuse die Bombe! Sonst schieße ich dir die Birne weg, sag ich dir! Nicht die Birne wegschießen, das ist echt ungünstig jetzt. Okay, ich kaufe mir jetzt eine Mütze und ein Schärfungskit dazu, man kann ja nie wissen. So. Man kann nie wissen, ja. Okay, go! Ich mach die Red. Red to get it go! Sind beide an deren Spawn. Das ist aber auch an deren Spawn. Laying down smoke! Nein, die Bombe! Die scheiß Smoke! Oh, aber, Digga, was hast du? Oh nein, was hast du gemacht? Brutze. Mann, was hast du gemacht gerade, Mann? Ich hab extra wegen dir $300 weggeschmissen, Mann. So. Nein. Ja, Mann. Hast du mir was geschmissen? Alter, was hast du mir da für eine Waffe gegeben? Bist du des Todes, Mann? Mit der Waffe kann niemand schießen. Oh nein. Ich bin tot. Was? Hier wird nicht gestorben. Du hast keine Genehmigung zum Sterben. Ach, sorry. Einer ist rechts von dir. An dem Stein von deren. Da hinten ist er sehen. Scheiße, Alter. Das war Glück für den. Nee, das war gut. Der hat einen guten Schuss. Der hat vor allem einen Sprung, hat er mich geschossen noch, Alter. Ich kann beide rechts pushen. Okay, wir müssen jetzt mit einer Aug spielen, Digga. Um ein Auge zu machen. Weiter rechts pushen, du meinst wo weiter links irgendwie bremsen, weiter links campen irgendwie oder so. Ja, können wir auch machen.
Beide auf. Am Wasser. Am Wasser? Jo. Beide waren da. Oh, scheiße, rechts war er, oder? Der war rechts gewesen, oder? Ja. Ich hab aber rechts nur was im Augenwinkel gesehen. Ich hab nicht wirklich wahrgenommen rechts. Scheiße, Mann. Ah, gut gespielt. Easy Piece, hä? Hat der Piece Kopf mir gemacht, hä? Ist ja nicht gute Kopf, Piece, Mann, hä? Kacke Piece, Mann, hä? Okay, Mann, ist ein kacke Piece, Mann. Mach ich jetzt große Trick mit kacke Piece, Mann. Pass auf. Kacke Piece, Mann, schieß ich Kopf jetzt. Pass auf. Oh, jetzt hast du mir alle weggekillt, Mann. Ich hatte die perfekte... Buka, 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 bleh. Okay, lass uns wieder ein bisschen Kohle beschafft, Barry. Dann kauf ich mir noch eine Mütze dazu. Ja, kauf dir ruhig eine Mütze noch dazu. Das ist kein Problem. Pass auf, die werden jetzt bestimmt links gehen. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Best, best, la, blub, la, blub, la, bläs. Oh, haben wir gewonnen? Mhm. Ja, Barry, was geht, Brudi? War ein schönes Spiel, oder? Ja, das war stark. Oh, warte mal, ich bin irgendwas Skillgruppe. Oh, ich habe eine Prisma-Kiste bekommen, Alter, oder? Oh, ich glaube, ist das eine Prisma-Kiste? Ich weiß nicht. Oh. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Prismakisten. Lauter Dragon Lords ohne Ende, alter Schwede. So, wir haben gewonnen, aber das war ein schönes Spiel. Aber ja, das war ein schönes Spiel, muss ich sagen. Die waren auch clever, die haben wohl lustige Tricks gemacht. Ne? Waren gute Gegner, die haben bestimmt auch gesagt, boah, geiles Game, Mann, geiles Game. Warte mal, ich guck mal kurz, ob das eine Prismakiste war. Nee, eine Gefahrenzone-Kiste. Waffenkiste, Gefahrenzone. Hä, Gefahrenzone? Haben wir auch gar nicht gespielt. Hä? Ja, das ist einfach nur eine Kiste, die kriegt man auch normal. Nein, Barry, es ist nicht einfach nur eine Kiste. Es ist die Kiste, Barry. Es ist die Kiste. Es ist die Kiste, Barry. Da ist eine Dragon Lord drin. Was sagst du dazu, Mann? Nice. Ich habe jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 240, 250 Kisten, wovon ungefähr, weiß ich nicht, 50 Dragon Lord Kisten sind. Wert von 1 Million oder so und 50 Kisten, also 40, 50 Dragonlord Kisten, dann nochmal 20, 30 Handschuhkisten und nochmal 40 Messerkisten oder so, keine Ahnung, Mann. Pff, verrückt, Barry. Alles im Wert von 1,5 bis 2 Millionen oder so, keine Ahnung. Na, 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 na. Das einzige Problem ist, ich habe keine Schlüssel. Hier liegen Millionen, Millionen rum und ich habe keine Schlüssel, Mann. Millionen, Barry. Ich bin steinreich, Mann. Ein reicher CSGO-Spieler. Eigentlich, wenn du Schlüssel hättest. nur ich die Schlüssel natürlich hatte, ist ja klar. Wäre schon schön, mal zu wissen, was alles da so drin ist in diesen ganzen Kisten, Mann. Ja, weil wäre schön, wenn man mal so ein... Wäre schön, wenn man mal so ein Messer zieht und so ein paar Handschuhe, dass man ein paar schöne Handschuhe und ein paar schöne Messer hat und so. Das stimmt, ja. Ja, unwahrscheinlich, leider. Nein, das ist total wahrscheinlich, Barry. Du bist doch hier bei Hypnos World. Die Unwahrscheinlichkeit ist bei uns wahrscheinlich. Okay. Du ziehst ein Messer nach den anderen und dann noch ein Handschuh und noch ein Messer und noch ein Handschuh. Es wird immer bunter und immer teurer und du denkst, oh, warte. Oh, warte, was geht da ab bei Hypnos World? Die zieht die Messer und die Handschuhe so raus aus den Kisten, Mann. Ja, gut. Die stapeln sich da schon. Aber ich habe echt eine Menge Kisten, Mann. Ich habe auch eine Menge Handschuhkisten, also wo drauf steht irgendwie, dass da Handschuhe drin sein sollten oder so. Und auch Messerkisten habe ich ganz viele. Also wo Messer drin sein sollten oder so. Und ich habe, glaube ich, 2 Prismakisten. Ja, Mann. Wo alle so heiß drauf waren. Ich hab die mir aber auch verdient. Ich habe dafür geblutet, gelitten. Ich habe dafür echt, also ich habe nicht nur einfach rumgestanden und habe gewartet, dass ich irgendwann mal eine Prismakiste bekomme. Nee, nee, nee. Also ich habe wirklich schwer für meine Prismakisten gearbeitet, muss man sagen. Ja, haben wir, glaube ich, sogar auf Video sogar. Hast du die eine Karte hast du rausgenommen, oder? Ja. Würdest du nicht noch eine Karte mit reinnehmen vielleicht oder so?
Um hier. Weiß nicht. Weiß nicht? Oh. Wenn wir drüber reden, dann. Boah, Digga, Rialto. Let's roll. Die Bosse kommen auf die Karte zurück. Boss Time! Wir sind in the hood. Jetzt wird's wieder. Jetzt. Oh Mann, ja, wie er es gerade gesagt hat. Let's go. So richtig pro-mäßig so. Let's go. So, mal gucken, wie die Gegner hier sind. Ob, vielleicht haben wir ja Glück und sind die wieder die gleichen Beine. Wird's ein interessantes Game. Huch, was war das? Es ist auf jeden Fall gestorben gerade. Boah, Alter, er hat mich beim Spagat, hat er mich getötet. Scheiße. Der kann mich doch nicht beim Spagat töten. Ach komm, hier, mit einer Galli-Walli. Mach ich Krawalli mit der Galli. Boah, er nun wieder steht voll breitbeinig oben auf dem Dach, wie so ein Ober, wie so ein Alpha-Tier oder so. Barry, also ich, wenn, also, Du spielst auch mit dem Global Rang. Da müssen doch die Gegner eigentlich wesentlich besser gegen mich sein, irgendwie so. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Chance immer. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Chance gegen die Gegner habe. Es kann aber nicht sein, wenn die Gegner Global sind. Gerade bin ich ja eingerankt. Oh, du hättest gerade meinen Bunny Hop sehen sollen. Ich habe gerade den perfekten Bunny Hop ausgeführt. Also vielleicht bin ich wirklich schon ein bisschen besser geworden, dass ich mithalten kann so ein bisschen. Ich kaufe eine Digi wieder, Digga. Ich gehe außen, ganz außen rum, okay? Ich kaufe auch mal wieder eine Digi, ja, mach das. Ich gehe ganz außen, rum. Geh hier oben. Genau, ich gehe außen rum und warte. Einer pusht schon. Von wo kommt er? Er ist ins Haus gehüpft. Einer im Haus und einer rechts außen. Einer über dir im Haus. Im Haus? Mhm. Ja, oh, Kacke, Alter. Hat er mich reingelegt. Oh, ich hab gerade voll die Hosen runtergelassen. Scheiße, Alter. Ich hab voll die Hosen runtergelassen, Mann. Aber richtig fett, Junge. Das ist ja eine Pisse. Get it? Einen habe ich gleich. Nein, ich hab die Granate falsch geschmissen. Einer ist hier links, einer hier hinter dir. Ja, du musst zurückkommen. Oh, Alter, ich habe volles Brot reingedrückt und er ist nicht gestorben. Er muss rechts von dir sein. Sputnik, Sputnik, Sputnik. Gut, du geiles Luder. Danke, Sunshine. Du geiles Luder zurück. So, warte mal. Buddy, 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 da, ba, buddy, buddy, ba, bum, ba, da, buddy, ba, ba. Move it, Barry. Okay, Barry, move it. Oh, Barry, Offensive, ja? Machen wir global Offensive? Oh, Sputnik, Sputnik, Sputnik. Sputnik, 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 Sputnik. Warte mal, Bombe planen. Oh, schade. Nicht Sputnik-Bombe geplant, aber schade, Mann. Ich hätte gerne die Sputnik-Bombe geplantet. Oh, Sputnik plant. Aber seid mal ehrlich, ich bin ein bisschen besser geworden, oder Barry? Seid mal ehrlich jetzt. Ja. Bombe wurde genäht. Was, die Bombe wurde genäht? War die kaputt oder was? Fire in the hole! Sputnik! Gib mal Feedback, Digga. Wo bist du gestürmt? Auf deiner Seite auf dem Dach. Auf meiner Seite? Sicher? Mhm. Psst, ruhig. Geh doch! Fuck! Ach. Psst, leise. Der ist auf dem Dach, ja? Da kommt doch nicht runter. Doch, ja. Hätten das da nicht runterkommt? Psst, psst. Ich habe noch 50 Sekunden. Fuck. 41, 40 Sekunden? Ah,
ich wusste es, dass er da ist, Alter. Ich wusste es, Alter. Ich hab das gespürt, Mann, alter Schwede. Ich hab es instant, wäre ich doch bloß andersrum gegangen. Ich wusste, dass ich andersrum gehen sollte. Warum hab ich's nicht gemacht? Ey, ich hab das so gespürt. Ich hab das 100% gespürt, Mann. Scheiße, Mann. Ich hab das gewusst, Alter. Zu 100%, glaub mir das. Das hat mir leider nichts geholfen, Mann. So eine Scheiße. Ich wusste es zu 100%, alter Schwede. Mach mal Feedback, Digga! Nichts aus, nein, ne? Das hat er nicht. Was? Ist auf dem Dach, glaube ich. Oder links von dir. Irgendwo links von dir. Oh, da liegt eine Arbe. Oder? Scheiße. Umläuft mich, oder? Er umläuft mich. Wo ist er jetzt? Gestern Abend CS auf der 2. Um eine Ecke gestrayt, ein Headshot dabei. Fuck, Alter, er war hinter mir. Ich wusste, er kommt von da. Ich habe die ganze Zeit da hingeguckt, Alter. Er war hinter mir, oder? Er war hinter mir. Scheiße, Mann. Vor allem, ich spüre das auch noch. Oh nein, Mann, ich spüre meinen Tod. Ich will ihn nicht. Ich will nicht mich sterben sehen vorher. Das ist scheiße, Mann. Let's get ready to rumble. Pass auf, wir machen Action Jackson. Pass auf, ich mache eine Blendgranate oben auf dem Dach lang. Achtung! Oh nein, bist du tot? Alter, ja. Muss ich jetzt alles alleine hier machen? Digga! Dark. Du kannst mich doch nicht alleine lassen hier. Ja, weil der weiß jetzt, wo ich bin. Der hat den anderen das durchgegeben. Ich bin besser als du. Ja. Nein, ich hatte ihn schon. Ich habe daneben geaimt. Oh Mann, das war der Schuss des Jahrtausends und ich habe daneben geaimt. Das war, Mann, Barry hätte ihn getötet. Und was mache ich? Ich schieße einfach so wieder mal den Kopf daneben, um ihn Angst zu machen und sowas. Ne? Oh Mann, das war der Safe-Kill des Jahrtausends und ich schieße daneben, Alter. Das darf nicht aushalten. Mit meinem Kopf, Alter. Granate nehmen. Come on, come on. Achtung. Und go. Go. Oh, diese Map, ich hasse sie. Oh nein, oh, ich war zu schnell. Oh, Pisse, Kacke, Dreck, Mist, Pia. Oh, Hundekacke, Hundekacke. Aber ein schönes Spiel, Barry. Das ist ein schönes Spiel. Wir müssen uns Mühe geben. Komm, wir machen jetzt Tricks. Wir bleiben zusammen. Wir sollten was zusammen machen, Digga. So Brudermäßig, so Bruderclan-mäßig. Lass uns mal zusammenbleiben. Okay? Ich weiß nicht, okay, Mann. Aber wenn du, Barry, ich wollte gerade sagen, geh nicht da lang. Weil jetzt sterbe ich schon sofort. Oh, Mann. Barry, das war nicht gut. Da ist irgendwo eine Arbe. Glaube ich. Oder? Hab ich schon tot gemacht. Echt jetzt? Pisse. Und Zockzustand, gefeift. Was ist denn eigentlich, ist die Karte eigentlich CT-lastig oder T-lastig eigentlich? Ja, CT-lastig. Nee, Spaß, keine Ahnung, das ist relativ ausgeglichen. So, jetzt, ich glaube, wir sind auf der Seite sind wir besser, Barry. Also, so lange geht da nicht cheaten, ist ausgeglichen. Barry, nee, auf der Seite sind wir besser. Das weiß ich, ich spüre das. Okay. Pass auf, ich mache im Gang wieder was lang hier, so zack. Da, oder? Jetzt schon? Bombe ist down, ist oben auf dem Dach. Oh, hinter mir, der kommt von hinten. Der war hinten links, ganz hier unten. Er cheatet, man. Nein, sag jetzt nicht cheaten. Super, Leute. Sag nicht cheaten. Wir können trotzdem gewinnen. Ah, das hab ich schieben. So, pass auf, ich mach hier den Weg wieder nicht da lang, ich mach die Smoke da lang. Oh, wo ist denn jetzt die Smoke? Die kommt nicht. Die Smoke habe ich zu hoch angesetzt. Ah, jetzt kommt die Smoke nicht. Verkackt, Digga. Ah, ich war zu langsam wieder. Der kommt, einer kommt ganz rechts.
Wird wahrscheinlich Mitte reingehen. Oder nicht? Ah, der hat. Nee, es wird nicht. Ich mag dieses Ding, Alter. Okay, ich kaufe mir diesmal eine Mütze, weil es ein ziemlicher Wind hier, muss ich mal sagen. Und kaufe mir dann noch ein bisschen Bums und wieder die Smoke. Pass auf, ich schmeiß diesmal die Smoke den Gang wieder lang. Okay, Hammer. Digga, du bist gut, nix, gut, nix, Scheiße, was hast du jetzt wieder gemacht, Barry? Was hast du gemacht? Oh, ich kann mir keine Bumsdinge kaufen. Okay, dann müssen wir ein bisschen den Sparstrumpf aus. Nein, oh, ich wollte gerade Sparstrumpf, was mache ich? Ich gebe Geld aus. Okay, Smoke. Oh, Flash, Digga. Ich fühle mich ganz schön geflasht, muss ich mal sagen. Oh, Barry, wo war das? Links oben, links oben. Einer Pferde, jetzt. Go! Nein! Sag mir nicht, dass der mit einer P gegen mich gewonnen hat oder sowas. Ungefähr schon. Mann, das ist doch. Nicht ich habe irgendwie das 130. Den Schatten! So ein Luder, sag ich hier, du. So, jetzt pass auf. Wir machen ein bisschen Smoke. Ich kann die Smoke nicht mehr richtig bekommen. Bist du tot? Hör mal auf mit dem Sterben, Alter. Das ist langweilig. Ja, ich. Ich will nicht, dass du stirbst. Ahnung. Ah ja, weggeschossen. So, jetzt muss man aufpassen. Wo bist du? Zeig dich, du Luder. Links unten. Yeah, yeah. Boss, der Boss, der Boss, der du, der Bub, der Sputnik-Bube. Okay, mein Sohn. Ich brauche mal noch eine Mütze dazu, man kann ja nie wissen. Unten noch ein Schaffungskit. Diffuser bei der Loser und so. Warte, Smoke, 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 Smoke. Oh, ja, okay. Smoke ist wichtig, dann kommen sie von der Seite nicht. Achtung. Und? Uff. Nein, sie ist zurückgekommen. Oh, Fehlwurf, Alter. Hä, der hat mich durch die Wolke geschießt? Barry, der, genau. Sputnik, 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 Belt. Barry, der hat mir Bumsdingsauer gemacht, Mann. Dann kaufe ich mir wieder eine Auge. So. Smoke, 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 Smoke kaufen. Ah, hab ich schon, okay. I double the cable. Hä, wo ist meine Smoke? Oh, ich hatte keine Kohle mehr für den Smoke. Ach, du Scheiße, unser Leben ist da in der Barry. Ja. Ein HP. Wo ist er? Links? Links außen. Links außen, der kommt links unten. Links unten. Ja, da kommt er. Ein HP, ein HP. Geht er durch? Gleich einfach. Psst. Ist er nicht mehr. Der liegt rechts, rechts. Ja, hinten. Ja, ja, ja. Links, da? Links, links. Nein, links, links, links. Ja, 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 da. Genau da. Ah, oh, schau. Ich habe aber voll drauf gehalten, weißt du das? Wer weiß, ja, wo ich hingeschossen habe. Haben wir verloren? Ja, nein, ja. Oh. Aber war ein schönes Game gewesen. Boah, ich bin ein Soldat, Rang 2 geworden. Hm. Oh, guck mal. Hey, Barry, ich hab schon wieder was bekommen. Alter Schwede, Barry, ich greif ja nur ab hier. Ist heute Weihnachten oder was? Boah, Barry, wir haben das ganze Haus in die Luft gejagt gerade. Können wir noch eins machen? Ja, eins wäre noch auf Vertigo machen. Wäre schön, war? Vertigo wäre cool, Mann. Ich hab Vertigo da echt. Nice. Ich hab ja. Digga, wir haben noch nie auf Vertigo wegen Dingsbums gemacht. Nee. Wir haben noch nie Vertigo. Also zu dem Zeitpunkt, als wir beide mit Wingman angefangen haben, da gab's Vertigo noch gar nicht wieder. Also da war es noch nicht wieder. Das heißt, wir würden jetzt Premiere spielen. Also praktisch zum ersten Mal zwei unglaubliche Taktiker und Spieler, Barry und Cosi, auf der Vertigo. Das ist praktisch.
Das ist praktisch im deutschen Raum, ist das praktisch eine Premiere, kann man sagen. Das ist praktisch, da kommen zwei unglaubliche bekannte Größen praktisch nach Vertigo, um Wingman zu spielen. Ja. Bumse Bum sagt, grüß mal Barry. Barry, ich soll dich schön grüßen von Bumse Bum. Danke, Mann. Grüße zurück. Grüße zurück, Bumse Bum. Bumsle, Bumsle, Schmutnik, 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 bläh. Meinst du, wir kriegen jetzt noch Vertigo um die Uhrzeit, so ganz alleine, ohne eine andere Kartenwahl und so? Nee, wir sollten es noch reinmachen. Nee, aber ich meine, vielleicht kriegen wir ja Vertigo. Die Frage ist, glaubst du daran, Barry? Nee. Du musst aber daran glauben, dann kriegen wir sie. Also, Barry, glaub daran. Glaub an die Kraft des Ziels. Siehst du? Sag ich doch, Barry, du musst dran glauben. Barry, du musst dran glauben. Ja, das lernst du bei Hypnosvolt. Du siehst, so wie du dann glaubst, ist die Karte sofort verfügbar. Das ist Magie, Barry. Du bist bei Hypnos Vault. Du musst mit allem rechnen. Wir haben Vertigo auf eine Affengeschwindigkeit bekommen. Yeah. Und jetzt machen wir alle platt. Oder die uns. Das wäre scheiße. Aber ich kann ja rückwärts laufen, Barry. Ich habe die Fähigkeit, hier rückwärts zu laufen. Ich kann dieses ganze, ich kann diese Karte komplett rückwärts laufen. Finde ich krass. Ja, ne? Ja. Krasser Shit, oder? Schießt denn hier, Alter? Das bist du ja. Barry, das bist du ja. Alles gut, ich finde das ja. Jetzt kriegen wir noch eine Aggression gegenüber deinen Teammates. Aber du bist irgendwie heiler geblieben. Oh ja, die hat reingerannt. Ich glaube, den Spieler hatten wir gerade, kann das sein? Wait, pupsle, pupsle, blöd, pupsle, pupsle, blöd, los. Kondru. In the army now. Oh, in the army now. Barry, lauf nicht so laut. Oh, Nidabri hat mich voll erwartet, Alter. Der hat einfach nur rumgekämpft. Schwach! Okay, jetzt geht's los. Das ist nur B, ne? Oder? Keine Ahnung, nur B? Es ist nur. B, Cosima. Okay, wir gehen unten lang, Digga. Wir gehen unten lang. Ja. Wir gehen unten lang. Come on, come on! Come on, come on! Ich hab gar keinen Plan, aber wir gehen trotzdem mehr lang. Hier links muss ja hoch. Ja, ja, pass auf jetzt. Decoys out. Vorsicht, die schießen scharf, Barry. Die Coils out, Barry. Bumble, 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 bumble. Wo kann ich hier blenden? Wo kann ich hier blenden? Wo kann ich hier blenden? Wo kann ich hier. Zu spät, Barry. Zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät. Was für eine Mucke? Wartet sie? Mitte gehen. Mit, ja, ich folge dir einfach. Wo bist du? Okay. Komm. Hey, do this word. Leise jetzt, leise, Barry, leise, leise. Du bist so schnell, Barry. Yeah, Pupsle, Pupsle, Baby. Ist gar kein Pupsle gekommen, warum nicht? Nee, weil ich dich hier gemacht habe. Was hast du gemacht? Weil ich nicht den. Nur weil ich nicht getötet habe. Oh, Barry, ist schwach, Barry, schwach. Ja, aber ich spielen lassen wollte. Achso, danke, Barry, ist nett von dir. Okay. Dann ist doch nicht schwach, Barry. Let's go, Barry, let's go. Barry, let's go. Nimm mal eine Granate, okay? Pass auf, Barry. Achtung. Achtung, Smoke, ich hab ne Smoke, pass auf, Digga. Okay, jetzt. Flash. Müssen wieder runtergehen. Wir müssen wieder runtergehen? Okay, schmeiß noch eine Granate hinterher. Das ist der Trick, ja? Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh, Barry, scheiße, Mann. Das sind die Besten, alles gut. Das passiert sogar mir manchmal. Bist du da? Okay. Barry, pass auf. Ich geb dir Rückendeckung. Ja, ja. Ich gebe dir Rückendeckung. Oh, Barry. Puppe, Puppe, Sputnik, man. Schaff ich's noch? Schaff ich's noch? Schaff ich's noch? Und, Oh, fast, Digga. Okay, jetzt wechseln wir um auf AUG. Ich meine auf Dingsbums weiter. Und dann wird's richtig kritisch, sag ich dir jetzt. Warte mal, kann ich mal eine Mütze kaufen? Ja, okay. Kabel, die AK ist ja dann doch verliehen. Ja, stimmt, aber ich dachte, ich spiele mal diese Waffe und so, dass ich das nicht, dass die Leute denken, halt der typische Silberspieler, der halt immer eine SG spielt und so.
Mann, ey, warte, ich war gerade am Rumdingsbumsen. Oh, nee, Mann. Schaff ich's? Aber warum laufe ich nicht mit dem Messer? Keine Ahnung. Oh. Wollen wir es ein bisschen schwieriger machen? Wollen wir unten lang gehen? Dann do this. Oh, ich hab, ey, boah, Alter, ich hab ihm voll gegeben und er ist nicht gestorben. Buble, die war Zeichenkurs, die war geil. Bumsebum, richtig geil war das. Was hast du gezeichnet? Ich hab Kelly gezeichnet. Miss Vlog. Okay. Richtig Buble gemacht. Richtig Buble mit Kelly. Oh, okay. Wo bist du? Da unten lang gegangen? Oh. Ja, ouch. Mit dem Push, glaube ich. Let's burn it to the ground. War auf hinten auch. Mitte gesteppt. Na doch nicht. Okay, können wir gehen. Ich habe meine Smoke hingeschmuggelt. Dann los. Ich mache eine Flash mit. Ich bringe eine Flash mit. Achtung, Flash. Flash. Noch eine Flash. Granat. Bei deren Spawn ist der. Oh, das ist ein Hubschrauber, Digga. Ich sehe einen Hubschrauber. Buble, buble, Sputnik, buble, buble, Sputnik, buble, Sputnik. Oh, der hat ein Auge. Der hat ein Auge. Habe ich ein Auge bekommen? Nee, leider nicht. Oh, ich habe zu spät. Ich war zu. Oh. Zurück. Zick, zack, zick, zack. Schnick, schnack. Wo geht's lang? Unten lang? Okay. Pass auf, ich schmeiß eine Granate. Und hopp! Feuer in die Hose! Smoke, Achtung, Smoke! Achtung, Flash! Oh, ich hab mich selber geflasht. Jetzt wäre ich fast vom Dach gefallen, Digga. Puble, puble, belt. Sag mal, da stimmt doch was mit den Gegnern nicht. Die lassen uns, die lassen uns gewinnen. Barry, da stimmt was nicht, Barry. Du musst hier die Mitte gehen und immer so schnell jetzt. Ah, genau, nächstes Mal wir trennen uns nächstes Mal oder sowas. Barry, hier stimmt was nicht, die lassen uns gewinnen. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Du hast gesteppt. Du eben gesteppt? Nein, nix steppen hier. Sieh ich aus wie Fritters Tee oder was? Ja. Okay, danke. Barry? Barry? Barry, wo? Wer was? Oh nein, Barry, ich bin gestorben auf dem Point. Der ist da irgendwo, ich weiß nicht wo. Wo war denn der jetzt? God. Wo war denn der Barry? Gibt's jetzt Zeitwechsel? Ich hab mich erschrocken. Oh, Barry hat das. Global Spieler erschrecken. Move it. Buble, bad. Kick the bomb. Mitte. Oh nein, er kommt immer noch. Oh Mann, mein Aim ist sowas von gut, Mann. Die kommt von ganz hinten, genau. Oh, der war gut.
Ey, wie hat der es geschafft, da rumzuspringen? Ich krieg das immer nicht hin, Alter. Der hat das hinbekommen. Das ist wirklich nicht so schwer. Doch, Mann. Das ist schwer. Das ist echt schwer, Mann. Es ist schwer, wenn du Angst hast. Dann ist es schwer, ja. Nee, es ist schwer, weil ich halt schwer bin. Deswegen. Nee, ja, nein, Digga. Ich so. Weil ich so schwer bin, habe ich immer Angst, da runterzufällen und so. Pass mal auf. Diesmal lege ich sie rein. Diesmal lege ich sie rein. Das macht ihr nicht nochmal mit mir. Oh, Barry, Mann, Alter. Ich dachte, die kommen ja bei mir lang und du machst alle tot. Oh, ist vorbei? Das war's. Oh. Oh. Ja, gewonnen. Hast du jetzt einen Abring bekommen? Du hast einen Abring bekommen? Nee, du vielleicht. Nö, ich hab... Du weißt doch, ich muss mindestens 80 Spiele spielen, um überhaupt einen Rang zu bekommen. Also über... Ja gut, das ist schade. Guck mal, der eine war ein Dingsfilm gewesen. Wie heißt denn das? Der Doppel-AK oder sowas. Aber komisch gespielt, oder? Von den beiden. Ja, die waren einfach schlecht, ja. Na, schlecht nicht, aber es war seltsam irgendwie. Irgendwie seltsam, Barry. Schade, Barry. Das ging so schnell vorbei, dieses Spiel, Mann. Ja, es tut mir doch leid. Ja, Mann, Barry. Ich bin auch leider so müde, weil wir können ein anderes Mal gerne noch länger spielen. Nee, reicht ja, glaube ich. Wie spät haben wir es jetzt? 27. Dann mache ich noch ein bisschen kurz Deathmatch, ein bisschen Kriegsspiel und dann auch Feierabend, denke ich mal. Okay, gut. Dann noch viel Spaß, ne? Dann denkt Barry auf jeden Fall 1001 Dank fürs Mitspielen und so. Und ich beende erstmal die Aufnahme, okay? Bis dann, Digga, ja? Digga, jump, ja. So, das war Barry gewesen. Tactics. Barry hat manchmal zu schnell gekillt, deswegen konnte ich die Gegner nicht sehen. Shit, Bro, man. Und ich würde sagen, das erste Game, das war ganz cool. Das war richtig nice, so spannungsgeladen bis zum geht nicht mehr. Das zweite Spiel, das war durchwachsen, verschieden. Das dritte Spiel, das war schwach. Also von irgendwie so, es hat keine Würze gehabt. Also weil die Gegner haben sich gar keine Mühe gegeben so richtig. Also da hat irgendwas nicht gestimmt. Also irgendwas hat da nicht gestimmt. Weil der eine war Doppel-AK oder sowas und der andere, weiß ich nicht, der war nichts. Aber da hat das nicht gestimmt. Also irgendwas war seltsam. Also weiß nicht. Aber naja, vielleicht waren die auch noch zu müde gewesen oder sowas. Kann ja sein, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall für die YouTube-Leute, danke fürs Zuschauen und war doch nice, oder? Manchmal habe ich mich richtig gut gefühlt.